Seid gegrüßt, meine lieben Freunde, zu einer neuen Woche hier auf der Hexenwacht bei den Chroniken von Hexenwacht. Wie ihr seht, habe ich hier eine Kleinigkeit verändert. Ich habe ein paar Beete hier und da hinten hingebaut und dabei auch eine faszinierende Deckung gemacht. Beete natürlich, damit sich hier die Bürger in Zukunft auch ein bisschen selbst versorgen können. Und das Lustige war, hier unten habe ich nur die Beete hingebaut und den Acker gepflügt. Und als ich wiederkam, um die Samen einzustreuen, da hatten die das schon selber gemacht. Also offensichtlich können die Bürger, die sich hier um das Saatgut und das Sehen kümmern, auch selber darum kümmern, dass da Samen reinkommen. Sehr faszinierend. Ja, so, liebe Freunde. Ich glaube, jetzt muss ich mal gucken. 136 Schläge hält die noch aus. Ich nehme sie nochmal mit. Ah, jetzt wird es sowieso gerade dunkel. Aber die Hacke, die ist deshalb so kaputt, weil ich Zeron geholfen habe, den großen Lehmmonolithen aus Hunsgrab zu entfernen, den Aline offensichtlich aus dem Himmel geschleudert hat. Und wie ich gerade sehe, ist mein Chat noch an. Deswegen müssen wir ganz kurz hier die Optionen ausschalten. So. So. So, wunderschön. Ja. Los, es hier da geht. Was haben wir heute vor? Wir haben heute viel vor. Zum einen weißen Lehm. Gucken, wie viel, ob der noch reicht. Ich weiß es wahrscheinlich nicht ganz, aber wir haben noch welche, die wir umfärben können. Das ist nicht so schlimm. Irgendwie eine schöne Tür. Was haben wir denn hier noch so? Nehme ich da auch so eine Fichtetür oder nehme ich da eine schwarze? Ich nehme eine Fichtetür. Ja, Aline hatte diesen Lehmklotz hingeschmissen. Es gab rege Diskussionen auch zwischen mir und Zeron. Ist das eine Göttin? Ist das eine Dämonin? Ist das eine Bedrohung für uns Grab? Wie auch immer. Die Oma Luise, theologisch begabt, wie immer, hat dann die Theorie aufgeworfen, dass es wahrscheinlich eine junge Göttin ist. Und das kann natürlich gut sein. Die ist noch völlig unbeherrscht und schmeißt einfach so Sachen runter, weil sie es gut meint. Und das Gegenteil von gut ist in solchen Fällen gut gemeint, wie man das so schön kennt aus dem Sprichwort. So. Washaki und wer denn noch? Nemo, glaube ich. Nemo 42. Die haben beide empfohlen, dass wir hier Weiß reinmachen sollen, damit das hopsa zu dem Bild der ganzen Burg passt. What? Und deswegen machen wir das auch. Da sind wir ja ganz gewillt, das auch so zu tun, nicht? Jetzt ist mal die Frage. Das geht so nicht. Das geht so immer noch nicht. Ja, ich kann auch versuchen, mich jetzt hier umzubringen. Das geht. Ah, so. Und dann machen wir jetzt als erstes mal diesen Aufstieg hier heute fertig, damit das hier nicht mehr so halbfertig in der Gegend rumwackelt. Und dann sieht das auch schön aus. Ich habe das jetzt schon ausgetauscht, die Bruchsteine wieder gegen Ziegelsteine, einfach weil es besser ins Gesamtbild passt. Aber dann sehe ich jetzt schon, weißer Lehm wird wirklich nochmal nötig. Und solange die Pegasus nicht wieder betriebsbereit ist, wird es ja echt schwierig, da ins Lehmbiom zu kommen. Also muss ich wieder auf althergebrachte Art und Weise mit meiner Behutsamkeitsschaufel irgendwie hier Lehmklötze aus dem Sumpf holen. Aber da habe ich schon viele abgebaut. Ich hoffe, da sind noch genug. Ja. Götter und Religionen. Götterkinder. Das Götterkind Aileen. Ist es deswegen weniger bedrohlich für uns? Ich weiß nicht. Die Magier haben ja die Theorie aufgestellt, dass Götter nur deshalb mächtig sind, weil viele Leute an sie glauben. Deswegen ist Mojang auch der mächtigste, weil es ist die verbreitetste Religion hier im Dreielbenland. Aber wenn man nicht an sie glaubt, dann verlieren sie ihre Macht und werden gewöhnliche Wesen. Vielleicht nicht gerade Sterbliche, aber auf jeden Fall haben sie dann nicht die Macht, die sie als Götter hätten. Jetzt ist also die Frage, wenn Aline zu bedrohlich wird, wäre es dann eine Option, diese Religion zu verbieten? Religionen zu verbieten ist eine sehr kritische Sache, wie man ja im aktuellen Tagesgeschehen auch immer wieder feststellen kann, sind Religionen sowieso relativ kritisch zu betrachten manchmal. Und vor allem die extreme oder extremistische Auslegung davon, die von den eigentlichen
Religionsführern so gar nicht gewünscht ist. Aber da schwingen sich dann ein paar Irre auf und sind dann der Meinung, wenn das ihre Meinung ist, dann ist das die einzig richtige und deswegen ist das in Ordnung so. Da kann ich nur sagen, nein, ist es nicht. Alles, was den Weltfrieden gefährdet, Opa Zeron sagt es ja immer ganz richtig. Bei ihm kann jeder machen, was er will. Und das ist, finde ich, Opla, auch die genau richtige Einstellung. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Na ja, komm, eine hier noch oben hin. Dann sind meine Fackeln auch weg. Und deswegen verurteile ich aufs Schärfste, obwohl ich hier eigentlich nie weltpolitisch oder überhaupt politisch werde, verurteile ich und verfluche ich vielleicht sogar schon fast aufs Schärfste das, was da diese ganzen Terroristen und wer auch immer gerade tun. Man muss da mal ein bisschen aufpassen, denn auch die Medien füttern ja einen mit Informationen, die nicht unbedingt korrekt sein müssen. Aber so wie ich das sehe, brauche ich noch eine Tür da oben und noch ein bisschen anderes Kram noch. So wie ich das sehe, alles was sagt, das darfst du nicht machen, das ist schon mal falsch. Denn Religion soll die Leute ja bereichern und nicht irgendwie ihnen was wegnehmen. So, aber jetzt genug von sowas. Wenden wir uns wieder der jungen Göttin Aline zu. Mein Zweifel über ihre Taten ist noch immer da. Aber wenn Zeron beschließt, dass das in den offiziellen Götterkader aufzunehmen ist und auch hier daran zu glauben ist und nicht nur in Schlangenstein, dann ist das so. Ich bin da trotzdem noch ein bisschen vorsichtig, weil wie gesagt, Eltern haften für ihre Kinder, gilt bei Göttern nicht. Und das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Wenn die dann launisch wird, dann kann es auch sein, dass hier noch größere Schäden angerichtet werden. Insofern hoffe ich, dass Mojang sein Kind erzieht und nicht wie manche Tiere es irgendwann fortbeißt und dann nach dem Motto, so, Mädel, jetzt bist du groß, jetzt sieh mal zu und lern mal was und dann wird das schon. Weil wenn das so ist, dann kann es natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Mit der guten Aline, nicht? So, was mache ich jetzt? Muss ich wieder runter und nochmal das gleiche von vorne machen, oder? Na gut. Und die zweite Tür habe ich da oben trotzdem vergessen. Arg. Dann nehme ich natürlich wieder eine Stahltür, dass da die Burg auch, der Zugang auch geschützt ist. Und da unten muss ich eigentlich auch eine Stahltür nehmen, weil da sollen ja keine Leute einfach so reinkommen können. So ist ja der Grundgedanke eigentlich immer wieder, oder? Zwei Stahltüren. Hier irgendwo habe ich noch Knöpfe. Und habe ich hier auch noch irgendwo Hebel? Hier habe ich noch zwei Hebel. Na siehst du, ist für alles gesorgt hier. Bin ja nicht bei armen Leuten in meinem Lager. Lieber du, ne Deinisch, du hast neulich erst gefragt, was sollst du machen? Fangen wir mit dem Lager an, das ist echt viel wert. Soll ich hier noch Fenster reinmachen irgendwie unterwegs, so dass da Tageslicht reinfällt? Könnt ihr ja nochmal sagen, ob das so zu langweilig ist und da vielleicht noch ein paar Fenster rein sollen. Erstmal würde ich es so geschlossen lassen, aber wenn ihr der Meinung seid, Fenster sind gut, dann können wir die natürlich auch machen. So baut sich's immer gut. So, jetzt sieht das Ganze so ein bisschen doof aus, dass es da so ist und da so. Deswegen machen wir mal die oberste Reihe hier wieder weg. Und den Deckel erstmal zu, sonst bin ich gleich wieder unten. So, machen das so. Machen hier so eine Abschlussleiste drüber. Ne? Da. Was? Du nicht? So wird es nicht gemeint. So. Stahltür hier rein. Butch. Schade, die hätte ich jetzt gerne aufgesammelt, aber ist ja wie es ist, ne? Auf der Innenseite kommt ein Hebel, dass man es auch ganz aufsperren kann.
Ja klar, jetzt ist das ein bisschen umständlich dann, wenn man von innen rausgeht und die dann einfach offen lässt. Aber das geht schon. Man muss da nur ein bisschen tricksen. Hier ist auch die Fackel wieder. Und dann geht das schon. So. Könnte man noch so eine Klingel hintermachen. Warte mal. Oh, jetzt können wir hier auch noch so einen Abschlussstein drüber setzen. Das sieht, glaube ich, ganz schön aus. Genau, geht der weiße Streifen erst ab da los. Und hier unten auch noch. Komm. Dann haben wir es harmonisch aufgeteilt. Gut, den müssen wir von drin holen, auch nicht schlimm. Ja, schön. Damit ist eigentlich der Zugang soweit fertig. Mach ich den jetzt hier hin oder auch dahin? Jetzt guck mal, wenn wir hier so ein bisschen... manchmal geht das... Vorführeffekt. Komm schon, es wird dunkel. Ich muss mich beeilen mit der Tür. Arg. Ach, ich weiß warum. Wartet. Weil die außen sitzt. Wenn ich sie innen setze, geht's. Dann kann ich hier nämlich... So machen, genau. Und so geht sie trotzdem auf. Super. Schön. Ich brauche mehr Fackeln. So. Und jetzt muss ich erstmal ins Bett. Dann kann ich auch gleich neue Fackeln holen und oben das noch korrigieren. Und dann schnappe ich mir gleich ein bisschen Kram. Und dann geht es nämlich an den Magierturm. So, dass wir ein bisschen was schaffen. Wir sind ja jetzt wieder da, haben von unserer Reise zurück, hatten mächtig Glück unterwegs. Und, das heißt, jetzt kann ich mit allem Genuss mich daran machen, die vollführten Arbeiten. 32 war das Wort. Kann ich genüsslich die ganzen Arbeiten beenden. Und zwar, so... Dafür nehmen wir schon mal mit violettes Glas. Das habe ich extra gefertigt. Wie man dann den Aufstieg darüber macht, da muss ich mir echt noch Gedanken drüber machen. Granit. Reichlich. Hier, da. Ich nehme mal so viel mit. Das machen wir so. Ah ja, so geht das auch. Okay. So, dann haben wir das wieder aufgefüllt. Und dann geht es wieder hoch. Kohlen. Ohne Kohlen keine Fackeln. Fackeln kann man zum Glück im Handgepäck machen. Hutsch. Hä? Ich wollte gerade sagen, wo sind meine Kohlen hin? Hör mal auf hier. Ja, das packe ich mal hier mit rein. Nein, nicht das, das. So. Ja, ja, jetzt wird wieder gebaut hier. Bis die schwarze kracht. So, kann man hier schön hoch. Dann haben sie immer einen schnellen Zugang zur Burg. Und müssen nicht ständig rauf und runter. Hintenrum oder andersrum oder wie auch immer. So, das heißt also, die Tür muss auch nach innen. Damit das von innen zumachen trotz Hebel funktioniert. Hier, siehe da. Zack, geht das nämlich. Fackeln hier. Fackeln noch hier drin. Schön. Weiter geht's im Text. So, das war der Aufgang. Ja, das schaffen wir in dieser Folge zumindest noch zwei Sachen anzufangen. Das ist auch großartig. Diese Dachkonstruktion, die ich da oben jetzt schon mal hingesetzt habe, die ist noch nicht final. Da wird noch alterniert oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Da werde ich noch was verändern. So. Der Grundgedanke dieses Turmes ist, ihn aus purem Granit zu bauen. Weil ich finde, das sieht für sich schon als Farbe total cool aus. Und, statt Fenstern machen wir dann hier so violette Glasblöcke rein. Und zwar immer so eine... Haben wir Zweier oder Dreier? Aber nur auf der Seite. Auf der anderen Seite mal gucken, vielleicht. Ich glaube, so viel violettes Glas habe ich gar nicht, weil das sieht total magiermäßig aus, finde ich.
Finde ich jetzt persönlich. Also. Warte mal, jetzt muss ich... Ah, warte mal. Wenn ich das jetzt anfange, dann geht das schief. Wir machen mal eine Alternative. Pass auf. Zack. Ja, und ich wollte mir ja noch die Spezialfußböden mitnehmen. Aus Holz nehme ich mir auch noch welche mit. Oder aus Stein? Oder aus Holz? Oder aus Stein? Jetzt nehmen wir mal zwei Wassereimer mit. Da muss ich jetzt allerdings mal kurz ans Meer rennen, weil der Brunnen hier nicht ausreichend geflutet ist, um als unendliche Wasserquelle herzuhalten. Hier, Leute, euer Korn ist fertig. Erntet. Oder habt ihr keinen Hunger? Du freust dich schon so, ne? Endlich gibt's hier was zu essen. Ein Eimer, zwei Eimer, drei Eimer. Wer kennt's noch? Tag. Ich frage mich, ich habe hier unten ja auch die Leute mächtig angefüttert. Ob da schon mehr sind, da können wir gleich noch mal kurz so einen Blick reinwerfen. Hier sitzt gerade niemand. Ha. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute sind hier unten. Ist hier irgendeiner? Ich habe ja mit allen gehandelt. Das kann ich ja dann sehr schnell rausfinden. Warte mal, ich muss weiterklicken, weil drei Handelsangebote haben sie ja immer. Jetzt. Hier. Ja, du bist aber auch alt, weil mit dir habe ich gehandelt, aber das mit dem Feuerzeug wollte ich nicht. Das wird zu teuer. Ist das eine normale Angel oder ist das schon eine Spezialangel? Nur Haltbarkeit 1. Geht so. Das ist ein... Ja, ist ein cooles Buch, aber bei der Smaragd-Summe wird mir schon so ein bisschen anders auch. Papier kannst du haben von mir, das kann ich dir nochmal besorgen. Das ist unglaublich. Was für Preise. 50 Smaragde. So viel habe ich, glaube ich, gar nicht. Aber Papier habe ich, das gebe ich dem nochmal schnell. Ja, sorry, ich lasse mich jetzt wieder total verleiten und ablenken. Das ist so. Bald lasse ich euch frei, aber dann soll hier auch das Gebäude stehen, dass ihr das Gebäude vielleicht dann auch mögt. So ist der Plan. Hier, you want papers? Here you have papers. Even if it's only for one Smaragd. Na, da fällt dir schon was drauf ein, ne? Holz? Achso, das war der unverschämte Handel da. Ein Kompass, ja, kann man machen. Bücher kannst du auch kriegen. Ich muss weitermachen. Hier kann natürlich noch eine Flagge vor oder so. Jetzt, wo das Ganze so ist, könnte natürlich auch noch eine Verzahnung tatsächlich rein in den Lehm. Ich weiß aber nicht, ob das dann doof aussieht. Müssen wir mal testen dann. So. Jetzt erstmal wieder rauf. Washaki hatte übrigens angedeutet, das Schwert könnte ich doch mit dem blauen Stein, mit dem Diorit Andesit, mit dem Zeug machen. Damit das dann noch ein bisschen mehr nach so blauem Stahl oder so aussieht. Hier, er meint dieses Schwert dort. Den Cleanstone also ersetzen mit dem blauen. Den goldenen kann ich nicht, weil da sind die Stufen da unten. Oder man macht Cleanstone außen. Nee, es geht auch nicht so richtig. Ja, den Cleanstone ersetzen wir. Ja, also hier zumindest in der Fehlschärfe. Das könnte man mal testen. Teste ich nochmal. Guck mal, Leute, das sieht doch cool aus hier drin. So, jetzt mache ich mal hier Schotten dicht kurz. So, reicht schon. Und dann schütten wir hier mal Wasser rein.
Oh, reicht sogar ein Eimer, hätte ich gar nicht gedacht. Weil, ich kenne mich, wenn ich dann runterstürze, dann kann ich wenigstens sagen, macht nix. Nix passiert. Dann baue ich nämlich jetzt erstmal straff hier nach oben. Auf einer ganzen Reihe, mache noch keine Fenster, die machen wir dann nach Bedarf. Weil ich auch noch nicht weiß, was für Stockwerkhöhen ich hier einsetze. Uah. Dann kann ich nämlich ganz einfach wieder runtersteigen, ohne dass ich wieder auseinanderfalle. So, jetzt ist das Dachknöbel hier nochmal weg. All dieweil ich das hier flacher ranziehen werde. Ich will das nicht an das andere Dach anschließen lassen. Hier steht es ja einen über. Warte mal, wie machen wir das? Machen wir mal alles. Das sieht nämlich doof aus, denn wenn hier so gar kein Absatz drin ist oder so, finde ich, ist das nicht so schön. Dann machen wir lieber noch eine Reihe weg. Lachen das hier so ein bisschen dran an. Glaube ich. Und abwärts. Seht ihr, nichts passiert. Alles gut, ich lebe noch. Was man so Leben nennt. Ich könnte jetzt hier noch den zweiten Eimer auskippen, damit es ein bisschen nicht so strömt. Aber ich glaube, das reicht dann nicht als Unterschied, oder? Hält es mich dann in der Mitte? Nee, das treibt mich nur noch mehr ab. Oh, jetzt muss ich zusehen, wie ich ein Bett aufstelle. Mal kurz hier in die Burg so zurück. Ja, das war's von dieser lustigen Folge. Bis morgen, liebe Freunde. Tschüss.